David, dir ein Schlussbesatz zu Endzone, A World Apart 2. Inzwischen haben wir schon ganz schön vorangeschritten, sag ich jetzt mal. Wir warten gerade noch drauf, dass unsere Wachtürme mal fertiggestellt werden. Zumindest mal einer, ey. Jetzt mal so, wie schaut es eigentlich mit den Gebäuden aus? Gebäudepräparatur ist halt wirklich so. Fast wichtiger, dass wir das da reparieren. Ja. Ah, wieder irgendwo gewinnen. Okay, also. Wir haben Ender entdeckt. Metallwerkzeuge brauchen wir. Schrottwerkzeug können wir brauchen. Technik abziehen. Gebildete Erforscher. Das ist so traurig. Müssen wir echt noch warten. Da können wir noch nicht hin. Was zu, fällt mir gerade auf. Die haben halt draußen, das kann na unser sein. Aber das ist nicht auf, nicht offert. Also, es kann sein, dass da noch jemand unten ist. Da kann man Menschen finden. Das war natürlich interessant. Tankstellenruine 3, 450. Hausruine, eieiei. Gut. Wir sind zurückgekehrt. Was man könnte, eine neue machen. Was ich hier mit. Zum Abbau freigeben. So, ich werde jetzt einfach mal so eine Expedition aufstellen. Brauche ich halt keine Leute. Ivo. Hat jetzt nicht mehr so. Ich glaube, für. Dingens macht am meisten Sinn. Andere Frage ist eher wiederum, wie schaut es mit Strahlenanzügen aus? Wir haben ja nämlich gar keine. Wir möchten mal bauen, aber fehlt uns da was oder wie? Kohle, Stoff, Plastik. Wir ja, haben wir. Stoff, ja. Der liegt gerade. Ich überlege gerade. Brauchen wir Schrott? Lol, brauchen wir Schrott? Hier haben wieder fast nichts mehr da. Ich finde es immer nur krass einfach da. Aber jetzt richtig rund. Mit dem. Vielleicht haben wir einen vierjährigen Schrott abbauen. Da waren jetzt so fette Windräder irgendwie. Ach, heute können wir da mal. Warte mal. Können wir da herunten? Da können wir richtig Zeug holen. Ihr werdet dann. Vielleicht ein Lohrzeug abbauen irgendwo. So, da wird mal Klarzeug abgebaut. Oh, das. Also, ich muss sagen, das mit dem Escape-Drucker, das muss ich mir echt noch angewöhnen. Dass ich es nicht mache, aber. So, jetzt müssen wir mal schauen. Das meiste haben wir schon repariert. Wie man sagt, fehlt halt einfach immer wieder irgendwie was. Und deswegen wird es dann nicht so schnell repariert. Das ist schon ein Manko, gell? Mhm.
So, Kirchenruine. Habt die Ruine gefunden? Was? Das ist eine Kirche, die. Eine Kirche über und übersprüht mit Graffiti. Hör dir das an. Wo bist du? Oder wir hatten eine Abmachung. Muss für gläubige Menschen schwer gewesen sein in den letzten Tagen. Naja, vielleicht sind sie jetzt wirklich an einem besseren Ort. Während wir im Dreck leben. Das ist trotzdem krass, wie das ausschaut. Schau das mal. Oh, das ist ja nicht mehr klonig hier. Das hat also gar da hinten nur so. So Abteil-Dings. Kannst du gleich weitergehen. Der andere ist noch nicht dort, gell? Sorry. Ich hab schon noch zwei, oder? Mindestens, ja. Gut. Weiß nicht, ob der dann nochmal zurück muss. Wahrscheinlich wegen Ressource, wegen Dings. Auffrischung seiner Vorräte. Ja, dieses Reparieren ist dauert ja halt so lang. Schrott haben wir jetzt auch fast nichts. Jetzt haben wir kein Werkzeug mehr. Was ist denn jetzt los? Erst haben wir Schrott zum Saufahren. Dann bauen wir ein bisschen was. Dann haben wir auf einmal gar keinen Shop mehr. Das ist ja schon ein Geniestreich überhaupt, ne? Vielleicht weiß ich sie, weil ich so viel Schrott eigentlich brauche, gell? Andere Sachen wichtig jetzt erstmal, ne? Ah, schon was anderes wichtiger, aber hey. Wie schaut es jetzt mit Gebäudereparatur aus? Die haben schon mal wieder completed. Eine ungeahnte Möglichkeit. Feldstudien. Gelb schaut schon wieder sehr selten aus. Eine Neuerung wird es nicht. Ich sollte dich fragen, ob wir Ihnen mehr Material für die Forschung bereitstellen sollen. Machen wir. Bei erfolgreichem Abschluss dieser Abschließung schließen sich zusätzlich Silo der Siedlung an. Wird. Die wenigstens mal wieder was produzieren. Wie sitzt das? Hey Gott. Wieder nicht. So oder nicht? Macht's mal das mit der Kleidung. Ist so angeh. Ich verstehe den so ganz. Ernsthaft, ihr hättet es einfach aus dem Lager nehmen können. Was war das jetzt die Tragik? Hey? Zum. Oh nein, ich kann das nicht. Oh, wir haben unseren ersten Turm fertig, sehe ich gerade. Okay, dann da die Maidono.
Strom herlegen. Ich muss ehrlich sagen, so ist echt am sinnvollsten zu machen. Du hast es einfach so viel einfacher. Wenn du das so machst, du sechst wo? Ah ja, da. So, ah ja, der kann repariert. Ach so, ja. Die war auch so geschlossen. Schon noch, ja. Schaut schon so aus, er ist bloß ziemlich ramponiert. Also ich muss schon sagen, diese Bauwerke schauen schon alles sehr nice aus, ne? Wenn man sich das mal hier so genauer anschaut. Schauen eigentlich alle nicht so schlecht aus, wie man meint. Wir haben einfach keine Metallecke. Wenn wir keinen Schrott mehr haben. Irgendwo was fehlt. Kräutersammler. Förster. Die Täter, die wir mal voll machen. Forscher können wir dann auch voll machen. Sieger, den wir mal 10. Kunststoffer passt dann dabei schon. Da schon mal 10 Sachen haben wir jetzt hat da. Wenn wir Meisen so auch haben. Okay. Andere Frage, die ich habe. Wie können wir das nicht fertig machen, wenn wir kein Metall haben? Wie können wir kein Metall machen, wenn wir kein Schrott mehr haben? Jetzt ganz interessant, dass unser kleiner Ding da relativ okay meistens ist. In puncto Strahlung und so. Jetzt ganz interessant. Machen die die einfach nicht, oder? Weil gefühlt haben wir mir cool. Fertig, da, gell? Außer den Ohren. Haben wir den Ohrenturm fertig? Den Ohrenanzigen. Oh, wow, ich muss 10 ein, oder? Eigentlich okay. Dann machen wir so. Aber jetzt warum Strom, dass die Lichter ohren? Ist glaube ich der Sinn dahinter. Aber da haben wir ja wieder kein Metall mehr haben. Also das mit dem Schrott ist schon ein bisschen ein Problem, gell? Muss ich schon sagen. Da Metall eigentlich so Rio 1 gerade heißen wird. Stoff ist natürlich auch wichtig, aber das ist ja immer die Frage, wie sinnvoll ist es jetzt Stoff zu produzieren, wenn wir Metall brauchen. Dass wir das andere fertig machen können, dass wir eine Raffinerie bauen können. Das ist ja immer so, ne?
Was ist wichtiger, so glaube ich. Was ist wichtiger? Vor allem, weil die einfach 400 Shot braucht. Ja, was ist denn los mit euch? Kannst du wieder Stoff produzieren, da? Kannst du wieder Stoff produzieren? Die Oli Metall da. Ui, da lieber ein Oli Metall. Die sind natürlich wieder. Oh na, das. Das brauchen wir nicht. Das. Okay, mir geht es hauptsächlich darum, dass die da mal priorisiert das Grün. In einer Raffinerie können wir aus Schrott alles machen. Dann braucht man nicht drei verschiedene Dinger, sondern wir brauchen dann eins für alle Sachen. Und dann können wir mehr davon im Ohren bauen. Und das macht, glaube ich, mehr Sinn. Als wie, dass man dann jetzt mal, oh, ich brauche das, oh ja, dann muss ich da wieder schauen, oh, ich brauche das, oh, dann müssen wir da wieder schauen. Das ist ja ungefähr so, weil man braucht man Hanf. Aber Hanf ist jetzt wieder so ein Problem. Das haben wir wieder nicht zusammengekriegt. Das ist schon wieder was, wo ich mir denke, so, brauchst für das 0,07 Sekunden. Und ein Pflanzen. Immer am Lager 544 Sammlerhütte, Kräuterhütte. Schaut euch das so. Habe ich die nicht vorher voll gemacht? Die habe ich doch voll gemacht. Die habe ich safe voll gemacht. Irgendwas lief bei den Experimenten mit der Neuheit. Irgendwann ist es schief. Einige der Täter klagen jetzt über seltsame Beschwerden. In unserem Sanchez nicht länger sicher zum Gebrauchen. Ja, was ist denn? Glücklicherweise kennen sich immer noch einige von uns mit den Pflanzen und Kräutern aus. Mensch. Ernsthaft? Ich habe jetzt eine Folgemission gerückt. Mein Gott, er hat zum solche offen. Eine weitere Entzündung gibt, aber anscheinend haben wir den Kontakt zu ihnen vor langer Zeit verloren. Also, der Hauptschalter scheint immer noch versiegelt zu sein. Wenn wir eine Explosion losschicken, sollten wir die richtigen Leute mitbringen. Sammler, Sanitäter, Techniker, gebildete Forscher. War natürlich sinnvoll. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir es machen. Da eher ungern, dass ich jemanden jetzt hinschicke. Weil da ist jetzt safe eine Kernschmelze gewesen. Das ist immer wieder witzig. Am witzigsten finde ich, wenn sie mal Kavi denkt, das macht jetzt einmal einen Disconnect. So. Da muss dann Strahlung ja wirklich hoch sein, eigentlich. Ja, dann lassen wir mal da jetzt eine durchsuchen. Lassen wir mal wieder weiterkommen. Für das, dass man jetzt für die Türme echt lang braucht im Nachhinein, gell? Das ist schon echt krass. Das hätte ich auch nicht gedacht. Dass man dann auf einmal dann so ultra lang braucht für das. Die Kontaminierer. Aber es macht trotzdem so Spaß. Und obwohl es immer nur der Einführung ist, das musst du mal vorstellen. Wir haben ja immer nur bei der Einführung. Das haben wir, glaube ich, schon bei über einer Woche oder so. Für mich ich weiß jetzt zum zweiten Tag mal. Und es ist so gut einfach. Immer nur. Eigentlich so aus.
Fängt der Strom aus? Aha. Je mehr da, dann bist du vier Batterien eigentlich. Wenn jetzt eher darum geht, dass diese Demo fertig wird, da. Möchte eigentlich diese Kacke da haben. Mensch. Das wird aber so lange brauchen für alles bei uns. Und ich würde endlich gerne mal Hand finden. Ey, das ist so schlimm. Im Safe muss ich Hand erst finden, dass ich ihn umbauen kann. Sind die mit Händlern? Ja, Händler, wow. Kann ich denn einen Handelsposten bauen? Wahrscheinlich kann ich kaum bauen. So wie ich Specken, Handweberei, Gemeinschaft, Kneipe. Doch, ich kann doch nicht bauen. Das ist das Problem. Ich glaube, dass ich den ja nicht erforschen könnte. Ne? Logistik. Ausgebautes. Nö. Das ist das Problem. Ich glaube, dass ich das per Einführung erst nur kriege. Und ich glaube im Normal, also wenn du jetzt nicht Einführung spielst, kannst du das dann freischalten. Es macht natürlich Sinn, dass du die Sachen freischaltest. Macht dann bisschen, macht dann Spielwert daher. Das sagst du. Okay. Habe ich kein Werkzeug mehr. Ich müsste jetzt leider Schrottwerkzeug herstellen erstmal. Was ist die andere? Da rum, ja. Ja. Macht's dabei das. Ich kann es nicht ändern. Zaubern kann ich nicht. Und da ist Metall jetzt erstmal braucht für da. Ist das halt. Ich finde es doch schade. Immer Priorisierung war geil, ne? Aber mei. Man kann nicht alles haben. Ich finde das ja eigentlich recht interessant, dass da sehr trocken jetzt ist. Ja, jetzt merkt man es langsam wieder. Warte mal, ich hab da überall, ich hab da hoch eingesteckt, gell? Nein, da nicht. Da will ich es bloß. Okay, da kriegt er trotzdem bloß aus dem. Da ist aber fast kein Wasser herin. Schaut's da aus. Ist ein bisschen mehr. Ja, wir müssen uns unbedingt ums Wasser jetzt dann kümmern. Das Wasser mal, dass wir so ein zentralen Wasserding haben. Und dann müssten wir Wasserdinger rund um den hinstellen. Sandsturm kommt jetzt gleich. Ja, mega. Jetzt, wo ich alles wieder hergerichtet habe, ernsthaft. Jetzt so. Das ist nervig. Alter. Schau dir das so. So ist jetzt zwar fast dies, ist ziemlich am Arsch. Da wo es jetzt vorher am Arsch war, ist jetzt nicht am Arsch. Aber der steht einfach immer nur so halb da. Unglaublich. Geschäft. Ja, Vorschaubzeichen. Restauranti. Gut. Macht's das mal wieder. Und dann schauen wir mal weiter. Finde ich schon ganz witzig da. Wie schaut es aus? Haben wir endlich. Okay. Also jetzt können wir da wieder auf Metall umschalten. Ich glaube, wir müssen einfach jetzt mehr auf.
weggebe. Werkzeug ist wirklich das, was am wenigsten Wert drauf liegt. Effizient, schön und gut jetzt gerade. Aber ganz ehrlich, da muss jetzt ja 3 Schulen errichten, dass die in 3 Schulen gingen. Das, oder 4, dass du alles unterrichten kannst. Das ist ja sehr unglaublich. Also prinzipiell unterrichten sie ja, glaube ich, alles. Demher aber Bildung dauert einfach zu lang. Das ist ganz komisch. Gemeinschaft ist das, glaube ich, ja, das ausgebaute Schule natürlich. Na klar, ich bin ja doof. Ausgebaute Schule macht natürlich besseres Ding. Ich bin, einfach nur doof. Das ist das Problem. So. Ah, da. Oh, Kräuter oder hat man noch. Super. Jetzt haben wir keins mehr. Jetzt haben wir nichts sammeln kann. Natürlich super. Schaut euch das an. Super duper ist das. Ja, da können wir jetzt. Es regnet. Ja, gesammelt und mein Gegner gegen diese Sitzung kann ich jetzt schnell. Das Problem ist aber, dass wir in unserer Sitzung. Okay. Ernsthaft, jetzt brauchst du einen Strahlenanzug. Den, wo ich eigentlich schon produzieren wollte die ganze Zeit. Aber aus irgendeinem Grund nicht hoch. Ah doch, einen habe ich, cool. Stoff ist eigentlich das, was. Ob wir wie viel haben wir von den anderen? Das können wir mal aussetzen. Den haben wir 44, die brauchen wir nicht aussetzen. Aber da braucht man, glaube ich, auch Stoff dafür, ja. Ja. Mach mal so. Ach, bitte mal so. Dann. Jetzt aber, hä? Jetzt habe ich gerade 48 gehabt. Was ist jetzt damit passiert? Ich werde doch da nicht strahlen und nicht Masken brauchen dafür. Mist, mich doch verarschen, ne. Jetzt habe ich gerade noch extra geschaut, so, ah ja, 40, 48 haben wir, aber wir haben bloß noch 20. Das muss man nicht verstehen. Das muss man wirklich nicht verstehen. So. Schaut jetzt aus, haben wir das jetzt dann mal? Immer noch nicht. Ja, Hanf war halt immer nur echt, immer Hanf hätten, dann kann man so easy Stoff herstellen. Dann kann man dann in der Raffinerie braucht man dann gar keinen Stoff mehr dran machen. Das ist halt genau das, was wir das Problem haben. Strom leer oder was? Was brauchen wir eigentlich da? Metall. Hey, ich hab doch kein 110 Metallauflager, vor allem. War denn das bitte? Ah, das ist reserviert, weil Türme. Deswegen. Oder? And
So mit dem Strom. Strom der Dom. Brahma. Strom der Dom. Brauchst du wieder irgendwas hier? Bevor ich es richtig bauen kann. Ah, mal das gleiche. So. Trotzdem nicht. Was habt ihr da entdeckt? Mhm. Okay. Gut, dann haben wir nämlich jetzt gleich unsere Kundschafter alles erkundschaften lassen. Und dann jetzt gerne mal kurz schauen, ob die irgendein Abzeichen. Wahrscheinlich nicht, gell? Der hat einfach Kräutersammelabzeichen. Muss man das verstehen? Nee, oder? Okay. Wir sind jetzt vor Ort. Wie unser Kundschafter schon sagte, das hier ist wohl eine verlassene Lagerhalle. Ah, hey. Wir müssen in der Lage sein, zumindest ein bisschen Schrott von diesem Ort mitzunehmen. Aber wer weiß, vielleicht haben wir heute auch Glück. Ja, das wird sie, wie die es einfach bloß so aufwiegen. Was jetzt drin ist. Schaut euch mal um. Stoffe einfach gefunden. Oh, da ist nur was. Okay. Auf geht's. Metallplatten. Okay, perfekt. Sonst haben wir, glaube ich, nichts, gell? Gut, auf geht's. Okay, kann ich noch nicht. Kann ich noch nicht freigeben. Hey. Reparatur aus. Oh, das schaut gut aus. Dann müssen wir das ja eigentlich bauen können. Mal schnell. Müssen wir uns eigentlich mal schnell bauen können. 6 Light for free. Gut, haben wir wieder geschafft, dass es Nacht wird. Ja, ich. Sieht man sowieso nichts. Zehn von 15. Es ist schon immer so einfach am Punkt. Aber sie eben nicht denkt, dass die Einführung so eigentlich die Entwicklung äußere führt. Aber halt trotzdem. Du sehr viel dann noch da musst nebenbei. Irgendwie erklärt er so ein bisschen was und dann sagt, ja, du kannst dann diesen, diesen machen. Und das war's dann. Aber gut.
Und sag jetzt mal, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo, lasst ein Like da. Morgen schauen wir weiter. Müssen wir eigentlich die Strahlenanzüge fertig kriegen? Ich hoffe zumindest, ansonsten tue ich auf 3 Speed spielen. Bis morgen. Habe ich die Ehre.